Tag auch Leute, ich bin Ekusare und das hier ist Let's Play Heroes of Might and Magic 4. Und wir waren letztes Mal vor diesen Gargoyles stehen geblieben. Und ich würde sagen, wir besiegen die dann auch gleich erstmal. Als kleines Warm-up für die kommenden Kämpfe. Wir haben jetzt zum Glück unseren heiligen Ruf. Und wir schreien die einfach mal eben tot. Ja. Was soll man sagen? Es sind halt nur Gargoyles. Gargoyles sind einfach. Wie wir inzwischen wissen. Wir hatten sie ja noch nicht oft genug in diesem Szenario. Die sind ja überhaupt nicht übertrieben oft vorhanden. Ich meine, der wievielte Kampf ist das jetzt erst? Der gefühlt 30. erst in diesem Szenario. Und das geht doch noch locker. Also 20 Kämpfe würde ich noch locker akzeptieren, bis ich sage, das sind zu viele. Jetzt mal im Ernst, also das ist wirklich eine starke Konzentrierung an Gegnern. Wir haben dann noch die Trolle, die öfter mal auftauchen. Und das war's schon eigentlich. Viel mehr Gegner haben wir nicht mehr. Jetzt verteidige ich nur noch eben, bis ich wieder einen heiligen Ruf machen kann und dann ist der Kampf vorbei schon wieder. Ich will gar nicht erst angreifen, weil ich dann nur wieder Schaden nehme und vielleicht noch einen Helden verliere. Und den ganzen Weg zum Sanktuarium da oben braucht man ja nicht immer laufen. Hier fährt ja auch immer länger der Weg. Und wir denken doch mal an unsere armen alten Priesterchen hier. Ich werde Kampf nehmen. Bessere Verteidigungswerte. Und hier nehme ich Erweckung. Braucht man immer, nur in diesem Szenario ja nicht. Alles geht erstmal auf Lysander. Bis auf die Zauberpunkte natürlich. Die darf Poeto ruhig kriegen. So. Den Brunnen brauche ich nicht. Der gibt nur zeitweilig ein bisschen Boni. Das Handbuch des Lehrlings. Stufe 1 Zauber. Alle, die die Person lernen kann. Ich glaube, er kann tatsächlich noch am meisten damit anfangen. Auch wenn er gar nichts damit anfangen kann eigentlich. Aber die anderen können sowieso alle Zauber, die sie können. Sollen. An Stufe 1 Zaubern. Und hier haben wir schon wieder die angesprochenen Trolle, die wir viel zu oft wieder sehen. Ein bisschen mehr Abwechslung wäre schon nett bei den Gegnern. Ich brauche jetzt hier nicht unbedingt schwarze Drachen und sowas. Aber ein bisschen Abwechslung, das würde mir schon reichen. Jetzt mache ich wieder meine klassische Strategie, das heißt großer Segen und großer Eifer. Und damit sollte der Kampf auch wieder kein Problem werden. Wo bist du denn, großer Eifer? Da unten bist du. So. Jetzt kommen sie näher ran, dadurch spare ich mir auch gleichzeitig das Zaubern von Präzision. Und dann großer Eifer, kommen alle unsere Leute gleich zu Beginn ran. Dann gebe ich gleichzeitig nochmal eine Chaosabwehr an unser Nathaniel, den ich gleich in die erste Reihe schicke. Einfach weil er ruhig sterben darf, deswegen darf er an die Front. Allerdings schön mit Rache ausgestützt. Allein durch Rache wird immer schon mehr als einer sterben von denen. Ein bisschen mehr als einer. Das ist schon eine Menge, die Rache hier macht, wollte ich mal eben so sagen. Das ist eine sehr große Rache. Wenn Rache so viel Schaden macht, dann kann man nicht mehr von einfachen Rache sprechen. Ich stelle mir gerade vor, wie Rache auf hohen auf richtig hohen Stufen wird. Das wird ja wahnsinnig an Schaden. Rache ist ein Zauber, den ich erst seit kurzem richtig quasi kennengelernt habe und ich liebe ihn seitdem irgendwie. Es ist ein sehr schöner Schadenzauber, der auch in langen Kämpfen besonders punkten kann. Und wenn man eine reine Heldenarmee hat, sind alle Kämpfe etwas länger. Und von daher ist er genau richtig für dieses Szenario. So. Einfach ein bisschen Schaden drauf. Diesen einen, den wir gerade verloren haben,
können wir ruhig verlieren, wir kriegen ja sowieso den dann wieder zurück, weil wir durch Erweckung einen Teil wieder zurückbekommen. Wenn einer stirbt, bekommen wir 0 zurück, bei 2 müsste einer wieder zurückkommen, von daher ist es egal, ob 2 oder einer sterben. Wenn 2 sterben, können wir ruhig die Fähigkeiten mal genießen, ja, einer ist zurück. Die Erfahrungspunkte bringen uns auch nicht viel, ich würde sagen, wir machen gleich den nächsten Kampf, auch wenn wir hätten heilen können, indem wir einen Tag warten. Naja, verzichten wir halt drauf. Hier kommt wieder meine Standard-Gargoyle-Strategie zum Tragen. Das heißt, heiliger Ruf bis zum Umfallen. Ich würde sagen, die hier vorne sind schon genug angeschwächt, diese. Dann sollte ich mich lieber auf die anderen konzentrieren. Und durch heiliger Ruf bekommen wir sowieso alle gleich viel Schaden. So. Die hier vorne überleben noch ein, zwei Runden. Eine Runde nur, wenn sie mich natürlich angreifen. Sonst halt 2. Und die anderen versuche ich jetzt alle etwa gleichmäßig schwächer zu bekommen von der Anzahl der Gegner her. So. Die 16er sind auch ein bisschen viel. Ja, die 20er. Die anderen müssten nächste Runde alle tot sein. Die 8er überleben vielleicht. Na gut, wir können es ja gleich ausprobieren, dank guter Moral. Ist ja auch schön, mal sowas zu haben. Auch ohne den großen Eifer. Die haben sogar alle überlebt. Was ist denn das für ein Pech für mich hier heute? Naja, trotzdem war der Kampf nicht schwer. Auch obwohl die noch einen Zauber überlebt haben. So, wir haben eine Truhe mit Erfahrung, nehmen wir, weil Gold brauchen wir nicht. Wir haben keine Burg und nichts. Und das nächste Orakelhaus. Welche Prüfung erwartet uns diesmal wohl? Als Lysander St. Ranan starb, zum Turm des Orakels brach, da hatte ich herausgefunden, dass Proetur, wie ich der Meinung war, wir würden zu viel aufgeben, um die Hilfe dieser Seherin zu suchen. Heißt schon mal, wir haben den Stab schon geholt. Obwohl vielleicht das Spiel erwartet hätte, dass man den noch nicht holt, sondern zurücklaufen muss, extra um ihn zu holen. Zum Glück kämpfe ich immer gegen alle Gegner und hole mir alles sofort ab. Dieser Stab besitzt mächtige heilende Eigenschaften, führte Proetur aus. Es ist Wahnsinn, dass sie uns auffordert, ihn herzugeben. Stellt euch vor, wie viel Gutes wir damit tun könnten. Lysander sagte, ich werde ihn nie aushändigen. Wie wollt ihr wissen, dass dieses Orakel euch eine Hilfe sein wird? Ehe Lysander antworten konnte, warf Adamus ein, bitte, Proetur, diese Art von Rat braucht Lord Lysander nicht. Vielleicht ja doch, beharrte Proetur. Ich war insgeheim einer Meinung mit dem gefräßigen Priester, hatte aber nicht den Mut, meine Überzeugung in Worte zu fassen. Ich habe einen Pakt geschlossen, als ich diese Mission begann, und werde nicht davon abweichen. Und jetzt trollt euch, stopft euch das Maul mit einer Hühnerkeule oder etwas in der Art, und lasst mich in Ruhe, bellte Lysander. Proetus' breites Gesicht wurde purpurrot. Von seiner sonst so humorvollen Art war nichts mehr zu spüren. Einen Augenblick lang dachte ich, er würde meinen Meister angreifen. Wenn ihr zu störrisch seid und nicht zugeben könnt, dass ihr dabei seid, einen großen Fehler zu machen, dann seid ihr vielleicht auch zu störrisch, um einzusehen, dass Worten doch der wahre Greifenherz Erbe ist. Vielleicht wäre es für alle Beteiligten das Beste, wenn ihr eure arrogante Kehrseite von Paletras Ton erheben würdet, antwortete Proetur. Lysander ballte die Fäuste. Ich sprang sofort hinzu und hielt meinen Lord am Arm. Auch Adamur stellte sich vor Proetus massige Gestalt. Der große Priester hatte zu viel Respekt vor dem alten Mann, um ihn zu Boden zu schlagen. Ich übergebe dem Orakel St. Ranan Stab, verkündete Lysander. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen verpasst. Vielleicht kriegen wir die Nachricht jetzt doch noch nachgereicht. Ja gut, das ist die Nachricht, die wir eigentlich zuerst lesen sollten. Inzwischen erkannten wir die Türme des Orakels, sobald wir ihn erblickten. Lysander befahl eine kurze Pause für die Soldaten. Diese Prüfungen sind für mich bestimmt, sagte er. Ich gehe allein hinein, nur für den Fall, dass Gefahr droht. Ich öffnete den Mund, um zu widersprechen, doch mein Lord reichte mir die Zügel seines Pferdes und befahl mir, mich um das Tier zu kümmern. Es war nicht
Es war nicht meine Art, ausdrückliche Befehle zu missachten. Später kam Lysander mit gerunzelter Stirn aus dem Turm und rief sofort Adamus zu sich. »Was soll das alles, Adamus?« »Nun möchte sie Sankt Ranan starb.« Der Priester ließ sich Zeit mit seiner Antwort. »Sie ist die Einzige, die den Sinn ihrer Prüfungen kennt. Ich vermute, sie wird mit keinem sprechen, der sich nicht von der Macht eines Gegenstandes wie Sankt Ranan starb trennen kann. Ich bin kein Botenjunge, Adamus. Ich habe keine Zeit für all dieses Hin und Her«, stieß Lysander missmutig hervor und schwärmte davon. Zum Glück haben wir das Hin und Her durch ein Hin ersetzt, einfach nur das Her lassen wir einfach auch mal. Darauf hatte ich keine Lust. Ach, noch mehr Text. Abermals betrat Lysander den Turm des Orakels allein, nachdem Proeto sturm- und wutschnaubend davongestürmt war. Ich stand draußen, wartete und fragte mich, was wohl die letzte Prüfung des Orakels sein würde. Und dann verblasste der Turm wie eine alte Erinnerung, bis Lysander ganz allein dastand. Er blickte über seine Schulter, unsere Blicke trafen sich. »Befreit mich«, rief er. Aber etwas, das ich nicht genau beschreiben konnte, stimmte mit seiner Stimme nicht. Dann brach er in Flammen aus. Ich glaube, ich schrie, rannte los und zog dabei meinen Mantel aus. Lysander heulte vor Schmerzen und schlug auf seine brennende Haut ein. Es war schrecklich. Endlich erreichte ich ihn und rammte ihn mit der Schulter, um ihn umzustoßen. Ich warf meinen Mantel über seinen lodernden Körper, meine eigenen Hände fingen Feuer. Doch ich ignorierte die Schmerzen, während ich versuchte, die Flammen zu ersticken. Plötzlich stand Proeto neben mir und warf auch seinen Mantel über Lysanders Körper. Aber es reichte nicht. Plötzlich hörten die Schreie und Bewegungen unter den Mänteln auf. Ich fürchtete das Schlimmste, fürchtete, dass mein Meister tot war, und hob das versenkte Kleidungsstück hoch. Obwohl der ekelerregende Gestank von verbrennendem Fleisch in der Luft lag, schien Lysander unverletzt zu sein. Er war bewusstlos, aber ansonsten unversehrt. Wie konnte das sein? Ja, zum Glück lebt er noch, weil sonst hätte ich ja die ganzen schönen Boni umsonst in ihn investiert, ne?